Willkommen zu Nerd Alert Games Top 10 Games 2012. Platz 9. The Amazing Spider-Man. The Amazing Spider-Man spielt nach dem Film, der dieses Jahr in die Kinos gekommen ist. Und wie das so mit Spielen zu filmen ist, denkt man sehr schnell, och nee, nicht schon wieder so ein Mist. Aber um ehrlich zu sein, ist das Spiel gar nicht mal so schlecht. Ihr spielt in The Amazing Spider-Man natürlich Peter Parker, der Gwen Stacy nach der Arbeit besucht. Gwen arbeitet bei Oscorp, die gerade versuchen, menschliche DNA mit tierischer DNA zu kreuzen. Das ist ihnen sogar gelungen und wie es halt so ist, bricht natürlich die Hölle aus. Die Viecher reagieren nämlich auf das Blut von Peter. Gwen wird gebissen und ihr müsst verhindern, dass eine Epidemie ausbricht. The Amazing Spider-Man ist ein Open-World-Spiel. Ihr könnt euch mit eurem Netz quer durch die Stadt schwingen. Spider-Man ist sogar dazu in der Lage, das Netz im Nichts zu befestigen. Es gibt verschiedene Nebenmissionen, die ihr machen könnt. Ihr könnt Passanten retten, die gerade angegriffen werden, Infizierte zur Quarantänezone bringen, eine Kamera steuern, wo ihr Spider-Man dabei filmt, wie er coole Moves ausführt. Ihr bekommt auch später eine Kamera, mit der ihr Fotos machen könnt, die euer Ansehen steigern. Zusätzlich könnt ihr auch noch Comicseiten sammeln, die einfach so durch die Luft rumflattern. Ihr bewegt euch durch die Welt mit Hilfe eines GPS-Systems. Manchmal ist die Verbindung gestört und ihr müsst eine Antenne finden, wo sich Viecher befinden. Die killt ihr dann und das Signal wird wieder hergestellt. Das Kampfsystem ähnelt dem Kampfsystem von Batman Arkham City. Ihr könnt eure Gegner ordentlich mit Tritten und Schlägen bearbeiten und sobald Spidey-Sensoren anspringen, könnt ihr ausweichen, um dann mit dem Netz anzugreifen, was für extrem coole Moves und Kombos sorgt. Falls ihr mal in Bedrängnis geratet, könnt ihr einen Netzrückzug machen, wo Spider-Man sich zurück an die Wand zieht und ihr in Deckung gehen könnt, um dann einen Netzhieb auszuführen, wo sich Peter wieder an den Gegner heranzieht, um ihn ordentlich fertig zu machen. Wenn Spider-Man im Kampf Schaden frisst, sieht man am ganzen Körper, wie er Schürfwunden hat und sein Anzug überall aufreißt. Durch das Finden von Technikteilen könnt ihr die Moves auch upgraden. Dadurch bekommt ihr zum Beispiel einen Orkan an Spinnenweben. Ihr könnt Gegner mit eurem Netz wild durch die Luft schleudern, was einfach nur extrem viel Spaß macht. Spider-Man kann sich spinnentypisch auch an die Decke hängen und Gegner per Takedown in Spinnenweben hüllen und sie von der Decke baumeln lassen. Es werden auch andere Gegnertypen in den Mix geworfen, sodass ihr nicht immer die Angriffstaste hämmert. Ihr habt Gegner, die Schilde und Maschinengewehre tragen, die erstmal fertig gemacht werden müssen, sodass ihr ohne Probleme eure Kombos ziehen könnt. Das Spiel geht ca. 8 Stunden und mit den Nebenmissionen habt ihr ordentlich zu tun. The Amazing Spider-Man ist, wie der Name schon sagt, amazing. Nach Batman Arkham City haben wir hier wieder ein richtig gutes Spiel zum Film. Es macht einfach Spaß, sich mit Spider-Man durch die Luft zu schwingen und eure Gegner fertig zu machen. Die Bosskämpfe sind abwechslungsreich und mit Action gefüllt, wie das ganze Spiel. Jetzt wieder ein Spiel, das es nicht in meine Top 10 geschafft hat. Prototype 2. Prototype 2 spielt ein paar Jahre nach dem Geschehen von Prototype 1. Ihr spielt diesmal aber nicht Alex Mercer, sondern Sergeant James Heller, der auf der Suche nach dem Mörder seiner Tochter und seiner Frau ist. Ihr trefft im späteren Spielverlauf auf Alex Mercer, der ihn mit dem Virus infiziert und ihm sagt, dass er nicht hinter dem Mord von seiner Frau und seiner Tochter steckt. Ihr trefft wenig später auch auf Brooks und Riley, die für Blackwatch arbeiten. Blackwatch hat das Virus quer über die Stadt verteilt. Prototype 2 ist wie The Amazing Spider-Man ein Open-World-Spiel gefüllt mit Missionen. Hauptmissionen laufen so ab, dass ihr einen Soldaten absorbiert, um in eine Basis einzudringen. Dort killt ihr die Biester, die euch anschließend stärker machen. Danach absorbiert ihr einen Wissenschaftler, um eine Zwischensequenz zu sehen, die wirklich super genial gestaltet ist. Und die lässt euch natürlich wissen, wie es mit der Story weitergeht. Es sei denn, ihr müsst eure Zielperson jagen, dann geht ihr am besten auf das höchste Hochhaus, um zu sehen, wo sich die Zielperson gerade befindet. Die Zielperson strahlt von sich einen Impuls aus. Diesen Impuls folgt ihr einfach und absorbiert die Zielperson. Es gibt eine Menge Nebenmissionen. Ihr müsst zum Beispiel in einen Bau gehen, dort die Biester killen, die euch wiederum stärker machen. Ihr könnt dadurch eure Klauen upgraden, die mehr Schaden machen. Ihr könnt weiter springen oder ihr könnt zum Beispiel eure Gesundheit upgraden oder einen Finisher erlernen, der wirklich verheerend ist. In der Stadt sind viele Blackboxen verteilt, die Audiogeräte beinhalten und euch kleine Hintergrundinformationen preisgeben. Ihr seid im Prototype 2 wirklich am Metzeln ohne Ende. Spritzt eine Menge Blut. Als Waffen habt ihr natürlich die Klauen, die Ranken, einen Hammer und noch vieles mehr. Heller hat absolut verheerende Moves drauf. Ihr springt zum Beispiel in die Luft, packt den Hammer aus, lasst die Erde beben oder ihr packt einfach die Klauen aus, springt auf einen Gegner und zerstückelt ihn. Prototype 2 ist schon super, nur finde ich es einfach genialer mit Spider-Man durch die Luft zu schwingen. Nichtsdestotrotz ein guter Titel mit extrem viel Action. Schaut unbedingt morgen wieder rein, denn morgen lernen wir die Dunkelheit auf eine sehr brutale Art und Weise kennen.